200 Ausgaben Handwerk Spezial. Im Januar 1988 erschien zum ersten Mal das Magazin der Handwerkskammer Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Mittelrhein Verlag als Beilage in der Rheinzeitung. 28 Jahre liegt das zurück und im Rahmen der Jubiläumsausgabe 200 sind Berichte der ersten Publikation noch einmal Thema. So der Beitrag über die Bäckerei Neb aus Nickenich in der Eifel. In der ersten Ausgabe Handwerk Spezial berichtete der Gründer Karl Schneichel über sein Leben. Und das als 100-Jähriger. 1888 geboren, absolvierte er 1903 die Bäckerlehre und legte 1911 die Meisterprüfung ab. Ein hochinteressanter Zeitzeuge, der über sein Leben und das Handwerk berichtete. Heute führt Enkel Hans-Georg Neb die Bäckerei, der 1976 mit 20 Jahren den Betrieb übernahm. Da war Opa Karl 88 Jahre alt und half sogar noch mit in der Backstube, wenn Not am Mann war. Sowohl bei meinem Vater als auch bei uns war der Opa immer präsent. Und ich weiß noch gut, wie einmal mein Geselle ausgefallen ist und dann kam mein Opa mit über 80 Jahren runter, sagte, kann ich dir in was helfen? Und hat dann quasi hier am Tisch versucht mitzuarbeiten. Ich hatte ihn dann noch gelassen, aber wie gesagt, mit dem Alter ist das nicht mehr so. Aber wie gesagt, er fühlte sich immer verantwortlich auch für die Bäckerei und sagte, muss ja weitergehen. Und wenn einer ausfällt, dann muss ich halt einspringen. Und so war das halt. Mein Opa war halt immer Bäcker gewesen, leidenschaftlicher Bäcker. Auch mein Vater war leidenschaftlicher Bäcker und das habe ich sticht auch im Blut. Nur wie gesagt, das haben dann meine Kinder nicht mehr weitergegeben. Ich nehme an, nach mir wird wahrscheinlich diese Bäckerei geschlossen. 102 Jahre wurde Opa Karl und hatte immer viel zu erzählen. Auch die Geschichte, wie die Backstube überhaupt nach Nickenich kam. Denn wo später Brote gebacken wurden, sollten eigentlich Kühe und Schweine im Stall stehen. Es sollte ein Bauernhof werden, es war quasi im Rohbau fertiggestellt und wurde dann quasi von ihm abgekauft und dann wurden die Räume, die im Prinzip für den Schweinestall gedacht waren, als Bäckerei entwickelt. Man muss sich das auch ein bisschen kleiner vorstellen. An dieser Stelle war quasi Ende der Backstube. Das war also, wie gesagt, ein größerer Küchenraum. Und dann stand hier schon der Backofen, ein gemauerter Steinbackofen. Und das war quasi dann so eine Art Königswinterofen. Einmal quasi richtig vorbeheizt mit Holz. Und dann wurde das Holz rausgeholt und dann wurde dann darauf das Brot gebacken. Und wenn man noch ein bisschen Resthitze hatte, wurde dann noch ein Kuchen gemacht. Mehr ging nicht. Brötchen war so eine Sache, die wurde damals nicht gemacht, aber die Bauern, die dann quasi aufnahmen, die haben dann auch 10 Brote auf einmal geholt. Das musste ablagern, weil sonst essen die Kinder zu viel. Es musste also ein abgelagertes Brot sein, damit dann noch das Sättigungsgefühl eintritt. Und heute ist ja der frische Kick da. Am besten jede 20 Minuten frische Brötchen. Das ist aber der Hauptunterschied zwischen damals und heute. Und bei meinem Vater war es noch so gewesen, wenn ich quasi aus der Berufsschule zurückkam, dann haben wir dann quasi die Teilchen, waren dann fertig. Wir hatten inzwischen schon 4 Uhr, und also 16 Uhr nachmittags. Und dann war ich dann noch dabei, haben die Teilchen glasiert und dann kamen die Bauern aus dem Feld und dann wurden Teilchen gekauft. Und inzwischen ist es so, dass wir morgens um 6 Uhr den Laden voll bestückt haben müssen. Das muss alles da sein, vom Teilchen über Kuchen. Der Kunde erwartet, dass er morgens um 6 Uhr einkaufen kommt und alles zur Verfügung hat. Das ist so mal der Zeitgeist, der sich da gewandelt hat. Die Zeiten haben sich gewandelt und doch sind einige Dinge über Jahrzehnte geblieben. So die Kundschaft und Hans-Georg Neb freut sich über einige bekannte Gesichter am Tresen, die schon beim Großvater eingekauft haben. Und selbst in der Werkstatt gibt es noch zuverlässige Gerätschaften, die einst der Großvater angeschafft hatte, so diese Waage. Was sich ebenfalls nicht geändert hat, sind die Arbeitszeiten der Bäcker. Frühes Aufstehen gehört zum Beruf dazu. Wir fangen morgens dann, sagen wir mal, so zwischen 1 und 3 fangen wir an. Also um 3 kommt meine Gesellin, um 4 kommt mein Azubi. Und dann arbeiten wir quasi voll durch bis mittags, 12, 1 Uhr. Und nachmittags wird sich dann ein bisschen hingelegt und dann müssen aber anschließend auch wieder vorbereitende Arbeiten gemacht werden. Jetzt müssen im Prinzip der Sauerteig wird frisch angesetzt. Das wird dann alles quasi daher noch gemacht. Solange die Gesundheit mitspielt, will der 60-jährige Bäckermeister den Laden betreiben. Auch im Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Mitarbeitern. Momentan bildet er sogar eine junge Dame zur Bäckerin aus.
Geht es um Ihre Unternehmensgeschichte als selbstständige Maler, ist die nicht ganz so lang wie die der Nickenicher Bäckerfamilie. Mariano Barth und sein Cousin Stefan. Die beiden Jungunternehmer aus Walenau am Flughafen Hahn sind seit November 2015 selbstständig. Die Entscheidung dafür fiel eher spontan. Denn so war das zwischen Altmeister Stefan Barth und Jungmeister Mariano eigentlich gar nicht geplant. Bis jetzt haben wir es nicht bereut. Es ist schön, es ist stressiger wie vorher. Man arbeitet mehr, muss man ganz klar sagen. Aber es ist ein Stress, den man für sich macht. Man hat was davon und es macht Spaß. Zwei Maler und Lackierermeister auf Erfolgskurs. Die Auftragsbücher der Barth sind bereits heute bis Oktober gut gefüllt. Insbesondere private Kunden schätzen die hohe Qualität und zügige Arbeit des Meisterduos, das sich seit Kindertagen kennt und über Jahre zum gut eingespielten Team weiterentwickelt hat. Wir kennen uns, wir wissen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir funktionieren. Wir können das umsetzen. Natürlich ist nicht immer alles, dass man immer lacht. Es gibt auch mal ein Problem, wo man Meinungsverschiedenheiten hat. Aber im Großen und Ganzen kennen wir uns einfach. Und es ist einfach schöner zu arbeiten, wenn man weiß, dass der Partner von der Firma einen versteht und das auch umsetzen kann, was man will. Schreiner, Elektriker, Metallbauer und Maurer sind in der Familie Barth vertreten. Und nun auch zwei Malermeister. Für Mariano war die Meisterprüfung ein wichtiges Ziel. Denn wenn man schon innerhalb der Familie einen Betrieb gründet, dann auf Augenhöhe. Den Meisterbrief habe ich gemacht, in erster Linie für mich, quasi als Weiterentwicklung den nächsten Schritt einfach zu machen. Da mein Cousin den Meister ja schon hatte und durch die Selbstständigkeit wollte ich einfach den gleichen Schritt für mich auch machen, um einfach das zu erreichen als Maler. Beim Blick nach vorne wollen die Barth-Cousins in kleinen Schritten wachsen, wissen aber auch, dass unternehmerischer Erfolg allein nicht glücklich macht. Wir hoffen in erster Linie mal, dass wir gesund sind, dass wir das lange machen können, dass das alles so funktioniert. Und wir lassen es jetzt erstmal so anlaufen, zu zweit, eingespieltes Team. Und dann schauen wir mal ein paar Jahren, wie es ist mit einem Angestellten oder einem Auszubildenden, wie es dann halt weitergeht. Und ja, dann hoffen wir, dass es weiter so läuft wie jetzt. Und das wäre mein Wunsch. Zwei Betriebe und ihre eigene Geschichte, die eines eint. Dahinter stehen Handwerker. Sie stehen auch zur 200. Ausgabe von Handwerk Spezial im Rampenlicht, die am 18. Juni in der Rheinzeitung erscheint.